Hi Leute, ich zeige euch heute, was ihr alles einstellen müsst, bevor ihr Dota 2 spielen könnt, und werde euch noch ein paar Tricks erzählen. Und das Ganze startet schon mal hier mit dem Dota 2 Shortcut. Da geht ihr erstmal Rechtsklick drauf und legt die Startoptionen fest. Und dann gebt ihr das ganze Zeugs hier ein. Ich werde das noch unten im YouTube-Video genauer. Also ich werde dann alles reinschreiben, dass ihr das nur noch kopieren müsst. Das ist dafür da, dass ihr nicht so lange Zeiten habt bei den Spells. Also dass ihr, wenn ihr einen Baum fressen wollt mit einem Tango, dass der nicht immer erst eine halbe Sekunde dran stehen bleibt. Und ich werde euch jetzt gleich noch zeigen, was ihr in-game alles einstellen müsst. Dazu lassen wir es erstmal laden. So, wenn wir hier drin sind, geht ihr direkt hier oben links auf Optionen. Und als allererstes würde ich mal vorschlagen, dass wir die Grafik einstellen. Die Grafikeinstellungen sind an euren Bildschirm anzupassen. Ich habe hier jetzt meine Auflösung eingestellt. Was noch sehr wichtig ist das Fenster rahmenlos, also stellt das nicht auf Vollbild, sondern auf Fenster rahmenlos, weil das Ganze hier auf der Source Engine basiert. Kann es sonst vorkommen, dass ihr, wenn ihr aus dem Spiel raus tappt und wieder reingeht, dass ihr keine Lebensbalken mehr angezeigt habt und allerlei so Zeugs, und mit Fenster rahmenlos habt ihr das halt alles nicht. Dann könnt ihr noch weiter unter Advanced einstellen. Da müsst ihr halt einstellen, was euer PC so verträgt. Momentan ist noch nicht alles eingebunden. Hier farbenblind, Texturen und so. Grafiktest kann man auch noch nicht machen. Und ja, das ist eigentlich alles, was ihr einstellen müsst unter Grafik. Audio, da brauche ich nicht viel zu sagen. Das könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Was noch ganz alt. Dann, ich würde jetzt erstmal zu Spiel gehen, damit wir das auch schon mal haben. Und das Spiel. Müsst ihr das automatisch angreifen ausmachen. Das ist sehr wichtig, oder zumindest empfinde ich es als verdammt wichtig, weil sonst könnt ihr irgendwo im Wald verstecken, und sobald ein gegnerischer Hero in der Nähe ist, greift euer Charakter automatisch an, wenn ihr nicht die Hold-Taste dauerdrückt, und es ist verdammt mühsam. Ihr könnt auch nicht neben Creeps stehen bleiben, um Blast zu hitten. Da müsst ihr einfach immer die Stopptaste drücken. Dann Spielernamen anzeigen. Ein. Ich würde es auf ein machen. Es bringt was. Und Selbstzauber bei Doppelklick an. Das ist auch sehr hilfreich. Gruppenbefehle vereinen würde ich jetzt auch anmachen. Das heißt, wenn ihr noch Creeps habt, beschworen habt, könnt ihr mit Ctrl gedrückt und dann Rechtsklick, dann laufen einfach alle Creeps mit. Und nicht nur ihr. Und sonst braucht ihr da eigentlich nicht mehr groß einstellen. Alles andere ist auf Standard, glaube ich. Dann gehen wir zum Punkt Steuerung. Steuerung ist sehr wichtig. Ich zeige euch einfach, wie ich meine Steuerung eingestellt habe. Ob ihr das genauso einstellen wollt, ist eure Sache. Ich empfehle einfach, dass ihr euch ein gutes Setting überlegt, auch wenn es etwas gewöhnungsbedürftig ist. Überlegt euch einfach, wo kommt ihr am besten hin und wie funktioniert das bei euch. Sehr gut. Dann fangen wir an mit dem Wichtigsten, die Fähigkeiten. Also Fähigkeit 1 ist bei mir auf Y, Fähigkeit 2 X, Fähigkeit 3 C. Dann ist ganz wichtig, die vierte Fähigkeit, also die Ultimate, die ist dann hier. Ich habe das auf V. Fähigkeit 5 und 6, 4 und 5 habe ich jetzt auf D und S gelegt. Das sind die Fähigkeiten, wie ihr jetzt sie zum Beispiel beim Soulstealer aus Hoenn kennt. Der hat ja dann für eine Fähigkeit drei Positionen. Und da braucht ihr halt mehr Tasten. Aber die Fähigkeiten 4 und 5,
Die sind eigentlich nicht so wichtig. Also die meisten Heroes haben das gar nicht. Dann hier unten rechts, da haben wir das Inventar. Ich habe hier jetzt 4 Tasten belegt. Also mehr als 4 werden meist eigentlich gar nicht benötigt. Und sonst sind die Items, die ihr da noch benötigt, als 5. Item oder so, sind dann sowieso für den Kampf unwichtig und kann dann auch per Maustaste erledigt werden. Ich habe jetzt hier G und B genommen und einmal Maus die Seitentasten. Ich habe eine G500 und da habe ich halt Seitentasten dran, was ja praktisch ist. Da entlaste ich halt meine linke Hand etwas. Was auch sehr wichtig ist, zum Beispiel der Sprachchat. Ich habe das auf T gelegt. Dann Shop, aber Shop ist eigentlich gar nicht so wichtig. Also man hat ja hier unten dann einen großen Shop-Knopf und hier ist die Ablagefläche zum Schnellkaufen. Dann sollte man eigentlich noch das Angreifen belegen, also dass man denyen kann. Ich habe das jetzt auf F gelegt. Und Held auswählen, das ist sehr wichtig. Ich habe das auf H gelegt. Wenn ihr einmal H klickt, habt ihr euer Held wieder ausgewählt. Und mit zweimal H zentriert ihr einfach das Bild auf eurem Helden. Und sonst habe ich da eigentlich nicht mehr groß belegt. Glyphe aktivieren und so, das ist nicht wichtig. Und ja, das wäre eigentlich auch alles. F9 ist für Pause. Das ist in-game, wird dann einfach alles angehalten. Ihr könnt das dreimal machen. Und das ist halt einfach, wenn einer rausfällt oder so, dann haltet man das Spiel an und wartet, bis er wieder eingestiegen ist. Jo. Das wäre eigentlich alles, was ihr wissen müsst unter Einstellungen. Was auch sehr wichtig ist, dass ihr zum Beispiel hier bei den Regionen nur Europa auswählt oder halt nur US, West und Ost, weil es sonst zu Lags kommen kann, muss es aber nicht.